doch Gottes Liebe. Im neuen Gotteslob 423. Thank you.
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Gut, dass es nicht so kalt ist, sondern dass wir es angenehm haben, weil wir doch im Freien feiern, damit wir ohne Maske und mit umso leidenschaftlicherem Gesang miteinander feiern können. Und damit es einen guten Grund ist, warum die Musikkapelle für und mit uns spielt, also wir wirklich großartig Gott in den Mittelpunkt stellen können. Wir werden uns heute damit beschäftigen, wie schaffen wir das, dass wir gut auf Gott vertrauen können? Wie gelingt das, dass wir, wo immer wir sind und auch in anstrengenden und schwierigen Momenten, dass Gott gut mit dabei ist? Vielleicht ist es das eine oder andere Mal nämlich nicht gelungen. Habe ich auf Gott vergessen? Habe ich mich über Gott geärgert? Habe ich vielleicht ein falsches Wort gegenüber Gott oder auch anderen Menschen gefunden? Wann immer das passiert ist, es ist gut, dass wir am Beginn der Heiligen Messe den Herrn dafür um Verzeihung bitten dürfen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. So durften wir also alles vor Gott bringen, was nicht so gut war. Dürfen auch spüren, dass wir das los sind, dass Gott uns verziehen hat. Und deswegen können wir jetzt ganz befreit mit der Heidenmesse Gott loben. Ehre sei Gott in der Höhe. Deinen Namen alle Zeit fürchten und lieben. Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Hiob. Der Herr antwortete dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zur Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und sprach: Bis hierher darfst du und nicht weiter. Hier muss ich legen deiner Wogen Stolz. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Also kennen wir von jetzt an niemanden mehr dem Fleische nach, auch wenn wir früher Christus dem Fleische nach gekannt haben. Jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wort des lebendigen Gottes. Evangelium nach Markus. An jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, Schweig, sei still! Und der Wind legte sich. Und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen? Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Schwestern und Brüder im Herrn, auch alle, die über das Internet mit uns feiern. Die erste Lesung ist, finde ich, eine besonders irritierende, herausfordernde, weil sie aus dem Buch Hiob kommt. Also wir kennen die Erfahrung des Hiob, dass irgendwie ausgerechnet er, der eh so brav ist und so ordentlich lebt, ausgerechnet bei ihm geht das Leben einen ganz schwierigen Weg. Es treffen ihn furchtbare Schicksalsschläge. Und er kann eigentlich nicht begreifen, warum macht es Gott? Und sagen wir uns ehrlich, viele, auch hier in Kirchschlag, haben schon mal einen Schicksalsschlag erlebt und sich wohl auch gefragt, also warum ist es so, wieso macht Gott das? Ich bin immer fest davon überzeugt, Gott möchte für niemanden das Böse und möchte nicht, dass es jemandem schlecht geht. Er möchte nicht, dass wir traurig sein müssen, aber es gehört irgendwo zum Leben eben auch dazu, dass es eben auch Gefahren gibt, dass es neben Gesundheit eben auch Krankheit gibt, dass es neben wunderbarem Wetter, wie wir es heute haben, eben auch schwierige Zeiten gibt.
beides gehört zusammen und eines von den beiden allein sozusagen würde eben auch nicht glücklich machen. Die ganze Schöpfung, beobachten wir, besteht eben auch aus Werden, aus Vergehen und ja, für den Einzelnen ist da oft ein schwerer Schicksalsschlag zu finden. Und so ist der Hiob irgendwie ganz, man versteht ihn eigentlich gut, wenn er auch mal so richtig ärgerlich ist und sagt, Gott, wieso machst du das? Das ist doch irgendwie, da hat es ja gar keinen Sinn zu leben, wenn die Welt so schier und grauslich ist. Und Gott beginnt dann mit ihm zu reden und er sagt unter anderem eben das, was wir heute gehört haben. Hör mal, ich habe schon von Beginn an immer wieder auf dich aufgepasst. Ich habe da schon eine gute Ordnung gebracht. Die Fluten, die da dahergekommen sind, ich habe sie gebändigt, damit sie eben nicht dich überfluten, damit eben das Land da bleibt und da wachsen die Dinge und irgendwie kann alles gut werden. Gibt es ein gutes Maß zwischen Wasser und Land? Also so falsch ist die Welt doch wohl auch nicht. Und Stück für Stück hilft er dem Hiob eben über diesen Ärger hinweg und hilft ihm ein Stück auch die Dinge anzunehmen, die schwierig sind. Dass sie Teil des Lebens sind, aber dass das große Ganze ein Gutes ist. Ich finde trotzdem, wenn man gerade frisch betroffen ist, hilft es noch nichts. Es braucht einfach auch eine Zeit, mit einer neuen Lebenssituation zurechtzukommen. Die schwierigen Dinge anzunehmen. Und so merken wir schon im Buch Hiob eben, auch da geht es eine ganze Zeit, die da beschrieben wird, bis der Hiob eben auch mit dieser Ordnung leben kann. Und trotzdem, also in der Vorbereitung habe ich gerade noch eine Predigt gelesen, die jemand geschrieben hat, als der Tsunami war, als so viele Menschen eben von dieser hohen Welle überflutet und getötet wurden. Ich glaube, es ist ganz egal, ob das jetzt in Japan oder dieser Tsunami in Thailand etc. war. Also da, wenn sowas passiert, sind die betroffen sind, also denen hilft es nicht, dass im Allgemeinen Gott die Fluten gut in Ordnung gehalten hat. Trotzdem wollte die diese Bibelstelle in ihrer Predigt, eine Pastorin verwendet hat, sie wollte trotzdem sagen, daraus müssen wir Mut schöpfen, dass das große Ganze gut ist und dass Gott das, was wir uns noch nicht vorstellen können, dass es irgendwie wieder ordentlich und gut wird, dass er das doch schafft. Wenn wir heute dorthin schauen, wo das Meer so viel weggefegt hat, dann haben dort die Leute neu gebaut, dann ist dort Neues entstanden, haben Menschen sich neue Existenzen aufbauen können, hat man vielleicht gelernt, einander besonders zu helfen, hat man vielleicht auch gelernt, was vielleicht besser nicht so gut ist, zu bauen. Man hat gelernt, wie man vielleicht das Meer besser liest, damit man sich rechtzeitig warnen kann. Also aus einer schrecklichen Situation kann Gott wieder Neues Gutes machen. Und er ruft uns auf, dass wir nicht in der Angst, wenn wir einmal etwas Schlechtes erlebt haben, dass wir nicht in dieser Angst und diesem Ärger über Gott stecken bleiben. Und das, finde ich, ist die ganz wesentliche Botschaft, die uns Jesus auch im Evangelium sagt. Er fährt mit seinen Jüngern auf den See. War dieser Tage auch auf See, aber wenn das so ganz eben ist oder leichte Wellen hat, ist das nett. Aber er war offensichtlich auf dem See Genezareth und dort kann man die Erfahrung machen, obwohl das ist ein großer See, aber man denkt sich immer noch, es liegt ja sehr tief und was soll dort schon sein? Aber tatsächlich eben kommen dort jeden Tag eigentlich am Abend starke Winde, die eben über den See dann hinwegfegen und sie peitschen das Wasser auf. Und ich habe selber erlebt, wir sind auch mit einem Jesusboot gefahren und der hat es nicht geschafft anzulegen. Und dann hat er noch eine Runde gedreht, damit er irgendwie es nochmal probiert. Und beim dritten Mal hat es dann irgendwie geklappt, aber also man hat ihn schon angesehen, das war nicht einfach. Und er hat dann eben auch erzählt, dass es ihm schon passiert ist, dass er gar nicht hat anlegen können und weit fahren musste, um einen anderen Platz zu finden, wo man wieder das am sicheren Land festmachen kann.
Das heißt, diese Situation, die da beschrieben wird, die ist ganz real. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und das Wetter wird schlecht und sie haben Angst. Und jeder von uns würde sagen, naja, irgendwie verständlich. Und dann wecken sie Jesus und das Erste, was Jesus macht, ist nicht, dass er sagt, sagt einmal, habt ihr einen Vogel, was weckt ihr mich? Hätte er ja auch sagen können. Schaut mal auf die Uhr, das hat er nicht sagen können, Uhr gab es nicht in dieser Weise, aber sie wecken ihn, obwohl er die ganze Zeit gepredigt hat und so viel Gutes getan hat, sie wecken ihn auf. Aber als sie ihn anrufen, ist klar, was er als Erstes tut. Er sagt dem Wind, er soll Ruhe geben. Und er sagt es laut und deutlich und tatsächlich sofort kehrt Stille ein. Vollkommene Stille. Also so wie ursprünglich schon, wir haben es jetzt bei Hiob gehört, das Wasser auf Gott hört und eine gute Ordnung findet, dass so kann Jesus eben auch dem aufgeweihten See Ruhe verschaffen. Der Wind hört auf. Ich denke mir dann immer, wie werden die dann an Land gekommen sind? Da werden sie heftig rudern haben müssen, weil Segeln war dann nicht mehr. Aber das Wichtigste war eben, die Angst war weg. Und ich denke, das ist so die ganz zentrale Botschaft an diesem Sonntag, dass wir eben nicht aus der Angst leben sollen. Erstens, weil wir wissen, wenn wir zu Jesus rufen, dann kommt er und hilft. Zweitens, weil wir wissen, im Großen und Ganzen wird Gott immer die Dinge gut machen. Jesus ist sogar gestorben und auferstanden, damit wir uns nicht einmal vor dem Tod fürchten müssen. Er zeigt immer wieder einen neuen, guten Weg auf. Aber, so sagt Jesus eben auch, wir sollen erstens nicht aus der Angst leben und zweitens aus dem Glauben heraus. Er sagt ja zu den Jüngern auch, ist euer Glauben noch nicht groß genug, dass ihr im Vertrauen und in der Freude und in der Leichtigkeit leben könnt? Na gut, ist einmal der Wind ein bisschen stärker, das macht nichts. Das gehört dazu, es wird einen guten Weg an Land wieder geben. Aber das braucht eben. Und wahrscheinlich muss jeder eben sich in seine persönliche Situation immer wieder hineinfinden, muss sie immer besser kennenlernen, muss sie irgendwann als das Seine annehmen. Jesus tut dieses besondere Wunder nicht, damit wir, so wie die Jünger das dann sagen, sie fürchteten sich, ja, das was anderes als Angst haben, also sie hatten sowas wie Ehrfurcht und sagen, das ist ja kein normaler Mensch, der sogar dem Sturm gebietet, Ruhe zu geben. Aber entscheidend ist nicht das Wunder, sondern das Entscheidende ist, dass Jesus sagt, bitte lebt ohne Angst. Ich bin als Gott in die Welt gekommen, damit ihr ohne Angst leben könnt. Voll Vertrauen, dass selbst in schwierigen Momenten Gott euch gut weiterführt. Und vielleicht eben so, wie wir das sehen nach Katastrophen, dass eben die Dinge wieder neu wachsen, dass selbst nach einem Vulkanausbruch eben dort, wo gerade noch die Asche heruntergefallen ist, besonders gut Neues wachsen kann, dass eben auch wir in schweren Momenten erfahren dürfen, dass Gott uns dann wieder zeigt, dass doch Gutes erwachsen kann aus einer traurigen Erfahrung. Wahrscheinlich besonders, indem wir uns gegenseitig dabei stützen, dass wir aus Schwierigen Gutes machen. Weil Christentum bedeutet eben nicht, dass ich allein, ich für mich, alles mit mir ausmache. Nein, ich tue es im Vertrauen auf Gott und darauf, dass wir als Christen, als Gemeinschaft die Dinge gut schaffen. Und so haben wir schon vieles gemeistert, wie eben auch die Pandemie gemeinsam gemeistert werden konnte. Und wir wissen, es geht alles auf ein gutes Ziel zu, dem Himmelreich auf Erden. Amen. So wollen wir uns in diesem Glauben auch gegenseitig stärken, indem wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Heiligen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, zum Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von
Jünger damals, rufen wir in den Stürmen unseres Lebens zu Jesus Christus und bitten ihn. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir bringen dir die Probleme in unserer Kirche, die Fragen und Enttäuschungen und das Ringen um den richtigen Weg und bitten um Offenheit für deinen Geist, der Leben schafft. Christus, höre uns. Wir bringen dir die Herausforderungen, mit denen die Corona-Pandemie uns konfrontiert, das Leid der Kranken und ihrer Familien, Sorgen um die berufliche Existenz, Überforderung und Angst vor der Zukunft. Komm mit deiner Kraft zu Hilfe, befreie uns aus dieser Gefahr. Christus, höre uns. Wir bitten dich für alle, die in Kirche, Politik und Gesellschaft ihre Ideen, ihre Kraft und ihren Einsatz einbringen, um Mut und Ausdauer und Segen für ihre Arbeit. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die nach Halt und Orientierung suchen, um Begegnungen und Erfahrungen, die Mut machen und Perspektiven eröffnen. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die uns am Herzen liegen, sei ihnen nahe. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, um Leben in Fülle bei dir. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um unser Leben zu teilen und uns in das Reich des Vaters zu führen. Dir sei Dank und Ehre heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Barmherziger Gott, nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an. Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung, damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, dein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht, aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
gewaltig großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern Gemeinschaft mit der Kirche auf der ganzen Welt, den ersten Tag der Woche, den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Heiligkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Jetzt nicken wir einander freundlich zu als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit euch.
Lamm Gottes. Ganz in Geduld, wir gehen auch ein Stück nach hinten durch, einfach zu stehen und ein Stück herzukommen, aber eben die Abstände zu halten. Jeder soll die Kommunion bekommen, der möchte, deswegen es dauert einen Moment, aber die wollen wir uns auch nehmen. So seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Ich bin bei euch, spricht Christus der Herr, bis zum Ende der Welt. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Der Leib Christi.
Dank singen wir die Nummer 396. Durch den Leib und das Blut Christi gestärkt. Gib, dass wir niemals verlieren, was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Verlautbarungen. Dienstag um 18.30 Uhr, Heilige Messe in Ungerbach. Am Mittwoch um 13 Uhr bitten wir um Mithilfe bei der Kirchenreinigung, damit sie zum Patrozinium glänzend und schön ist. Mittwoch um 18.30 Uhr Heilige Messe in der Pfarrkirche. Anschließend Anbetung und Beichtgelegenheit bis 19.30 Uhr. Donnerstag Geburt Johannes des Täufers, Pfarrpatron, um 11 Uhr Seniorenmesse im Hof des Pfarrzentrums und um 18.30 Uhr feierlicher Abendgottesdienst im Hof des Pfarrzentrums. Danach Agape. Um ca. 21 Uhr Entzünden und Segnung des Johannesfeuers. Messen am Freitag, Samstag und Sonntag finden im Kirchhof statt. Bei Schlechtwetter im Passionsspielhaus. Freitag um 7.30 Uhr Frauenmesse. Samstag um 19 Uhr, Sonntag um 7.30 Uhr und um 9 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium. Anschließend Frühschoppen und Agape, Pfarrkaffee mit warmen Speisen im Hof des Pfarrzentrums, am Nachmittag Kinderprogramm. Die 3G-Regel ist einzuhalten. Am Ende der Gottesdienste wird nächstes Wochenende der Peterspfennig gesammelt. Ja, vielen Dank. Auch in dieser Woche wieder Wahnsinn, was alles möglich ist und dass wir da gemeinsam auch diese besonderen Ereignisse begehen dürfen, eben auch unser Patrozinium am kommenden Sonntag und das Johannesfeuer. Also das ist schön, dass das wieder miteinander geht, vor allem wenn das Wetter mitspielt, aber es sind alle so brav in Kirchschlag, dass ich da keine Sorge habe, dass das nicht klappt. Ich möchte mich wieder herzlich bedanken, ganz besonders für die Musik und alle, die da her und wegräumen und die da mithelfen. Das ist ganz großartig, dass das gemeinsam so klappt und für das Patrozinium, da wird richtig viel zu tun sein, auch für das Reinigen der Kirche, dass wir die Kirche also auch für diesen besonderen Tag gut vorbereiten. Ich möchte noch erinnern, an diesem Sonntag um 10.15 Uhr, da feiert Bad Schönau ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich das 900 Jahre Jubiläum ihrer Pfarrkirche, des festen Hauses, das ja Zentrum und Ortsbild prägend für Bad Schönau ist. Da ist auch ein Buch jetzt entstanden dazu, wo man ganz viel Spannendes erfährt aus der Gegend und ganz besonders eben von diesem Haus.
Und das ist schön, dass dort gefeiert werden kann. Natürlich nicht als großes Pfarrfest, aber doch als eine schöne Agape, und dass wir da auch eben miteinander in Begegnung kommen können. Das finde ich ist großartig, und wir können jetzt quasi einfach, weil wir Priester und Pfarrer in beiden Gemeinden sind, gehört das noch ein Stückchen enger zusammen. Ich finde das gut, wenn man da ein Stückchen sich gegenseitig stützt und stärkt in diesen besonderen Festen. Wir hoffen, dass auch die nächste Woche wieder eine ganz besondere wird, wo es angenehm warm ist, wo man also öfters mal ins Boot gehen kann oder so, nicht? Und ja, wo die Dinge gut laufen und wir spüren dürfen, wir müssen keine Angst haben. Gerade in der Vorbereitung für dieses 900-Jahr-Jubiläum in Bad Schönau haben wir gedacht, wenn man da liest, wie viele Höhen und Tiefen es da gegeben hat und Krieg und dass die Ernte schlecht war. Aber immer wieder ist es weitergegangen, und wenn irgendwas abgebrannt ist, hat man es wieder aufgebaut. Also wir dürfen, so sagt uns Jesus, wir dürfen Vertrauen haben, dass uns das gut gelingt. Dafür bitten wir seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und so segne euch und all eure Lieben der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke für den Herrn.